Sigrid Morath war heute früher wach als sonst. Morgen dann, oje, ist schon ein bisschen, naja, je näher es rückt. Na, ich hoffe, dass alles gut geht. Kuss von Herrn Julius. Die Herzklappe an ihrer Hauptschlagader ist verengt und muss ersetzt werden. Der Lennart ist traurig. Die täglichen Spaziergänge mit ihrem Mann, herumtollen mit den Enkeln, nicht mehr möglich. Nach kurzer Zeit geht der 71-Jährigen der Atem aus. Der Klappenersatz lebensnotwendig, so die Ärzte. Noch 20 Stunden bis zur OP. Für Sigrid Morath ist es der erste große Eingriff. Bislang wurden ihr nur Blinddarm und Gallensteine entfernt. Hauptpforte. Papa, Papa. Ankunft am Uniklinikum Freiburg. Mehr als 30 Kliniken, 78 Stationen. Rund 200 Aufnahmen pro Tag. Jetzt so langsam. Ja, klar, das glaube ich schon. Ja. Ich glaube, der Mann ist eher noch ein bisschen aufregender. Ja. Das sagt jeder, Krankenhausaufenthalt ist halt immer mit ein bisschen verbunden, dass man da ein bisschen nervös ist. Ja. Nervös machen vor allem die Geschichten über Kunstfehler, Keime, überlastetes Personal. Die Horrorgeschichte. Nee, die machen das nicht richtig oder so muss das gemacht werden. Und haben gesagt, ich will gar nichts hören. Ich gehe in die Klinik und lasse das machen. Das Patientenzimmer. Was haben Sie gemacht gekriegt? Herzklappe. Au. Ist unangenehm. Oh. Ist es noch nicht besser mit der Atemnot? Wenn es doch jetzt besser wäre. Das wird erst mit der Zeit besser. Ja. Oh, da höre ich was. Da wird es mir jetzt schon kribbelig. Der Brustkorb wird aufgemacht. Ja, weiß ja nicht wie. Aber du kommst mit. Noch 17 Stunden bis zur OP am offenen Herzen. Richtig, so ist es ja, so kann man sagen. Das ist eine. Für den Operateur Professor Friedhelm Beiersdorf ein Routineeingriff. Hier hält sehr gut. Der Chirurg hat schon mehr als 7000 Herzen operiert. Die Tatsache, dass Patienten Angst vor der Operation haben, ist regelhaft und normal. Und es gibt, glaube ich, keinen, der keine Angst hat. Der eine zeigt es vielleicht mehr als der andere, aber Angst hat jeder. Und das ist völlig normal, weil es eben doch eine Situation ist, bei der man selbst keine Kontrolle mehr über den Ablauf hat. Und das macht immer Angst. Und deswegen ist also Angst was völlig Normales, gehört dazu. Ohne Angst geht es nicht. Der Morgen vor der OP. War schon 2-3 Mal wach. Sonst habe ich schon gut geschlafen. Ja, doch, bestimmt. Ja. Tja, hoffentlich geht alles gut. So, jetzt, gut. Morgen. OP-Beginn. In 70 Minuten. Schön, die Frau Hofschneider schläft noch. Die schläft noch. Gar nichts mit. Morgen. Nachher, wenn ich schlafe, spüre ich ja nichts. Dann ist alles gut. Ja, wenn ich da den Operationstisch sehe und alles, dann wäre ich schon ein bisschen nervös. Geht's so?